Hallo, wir stellen in diesem kurzen Video den PVA-Sensor vor. Der 3D-Druck schreitet immer weiter voran. Dennoch können Überhänge nur mit Hilfe eines Stützmaterials gedruckt werden. Um das Entfernen des ungewünschten Stützmaterials zu erleichtern, kann beim Druckvorgang ein wasserlösliches Druckfilament, wie zum Beispiel PVA, verwendet werden, das nach dem Druck in Wasser aufgelöst wird. Da das Auflösewasser optimal nur bis zu einer PVA-Konzentration von 10% genutzt werden kann, haben wir uns das Ziel gesetzt, einen Sensor zu entwickeln, der die PVA-Konzentration des Wassers bestimmt. Es ist wichtig zu wissen, wann das Wasser gewechselt werden muss, da ein zu später Wasserwechsel die Effizienz des Auflösevorgangs beeinträchtigt. Durch zu frühes Wechseln des Wassers kann allerdings viel Wasser verschwendet werden, was vor allem in der heutigen Zeit ein großes Problem ist. Unser Sensor kann also dazu helfen, die Effizienz des Auflösens zu erhöhen und den Wasserverbrauch dramatisch zu senken. Das hier ist der Aufbau unseres Sensors. Die UV-LED durchstrahlt die Küvette in der Mitte. Das ist ein Gefäß aus Quarzglas, welches für optische Untersuchungen verwendet wird. Und die Fotodiode auf der anderen Seite misst, wie viel Licht noch durch die Flüssigkeit durchkommt. Die zweite Fotodiode oben dient dazu, die Stärke des Lichts der LED direkt zu messen. So kann die Absorption der Flüssigkeit durch die Differenz der beiden Werte errechnet werden. Hier sehen Sie das Blockschaltbild unseres Sensors. Die bereits benannten Bauteile befinden sich oben rechts. Darunter sehen Sie die Pumpe und das Magnetventil. Diese sind zum Befördern der verschiedenen Flüssigkeiten in unserer Küvette. In der Mitte sehen Sie den Mikrocontroller. Dieser speichert die Daten auf das EEPROM-RTC-Modul unten links. Außerdem werden die Werte der Fotodioden vom Mikrocontroller gemessen und ausgewertet. Das LCD-Display oben links ist für das Ansteuern unseres Sensors und für das Starten eines Tests sowie das Anzeigen der vorherigen Messwerte zuständig. Hier können Sie die Eichkurve des Sensors sehen. Mit ihr können wir die Messergebnisse einer PVA-Konzentration zuordnen. Die Messergebnisse sind genau genug, um PVA-Konzentrationen in 1% Schritten bestimmen zu können. Bei hohen PVA-Konzentrationen beträgt die Toleranz der Absorption plus minus 0,25% mit einer Varianz von 3,25 Promille. Zuerst wird Leitungswasser aus dem linken Behälter in die Küvette gepumpt. Das Leitungswasser wird für die Kalibrierung genutzt. Danach wird der Sensor mit der Probe im rechten Behälter befüllt. Mit ihr wird der Test durchgeführt. Nach dem Test wird der Sensor ausgespült. Der Bau des Sensors war erfolgreich. Unser Sensor kann die PVA-Konzentration in 1% Schritten messen. Es ist deutlich genauer, als wir zu Beginn des Projektes angenommen haben. Die genauen Messungen geben dem Benutzer nicht nur die Möglichkeit zu erkennen, wann das Wasser gewechselt werden muss, sondern ermöglichen auch eine Abschätzung der Auflösegeschwindigkeit des Stützmaterials.